Freut mich über die Einladung, dass ich heute da sein darf. Hier ist Alexander Murer. Red heute zum Thema DIY, Biology und Biohacking. Für mich bedeutet Biohacking eigentlich die Demokratisierung einer der möglicherweise wichtigsten Technologien in Zukunft. Gleichzeitig ist es für mich eine Bildungsbewegung. Das heißt, dass Leute erstmal quasi einen offenen, freien Zugang haben zu einer Technologie. Das Ganze erkläre ich vielleicht am besten mit einem Vergleich. Stellt euch vor, ihr werdet Künstler, vielleicht sind manche von euch Künstler. Und ihr müsst eigentlich bis zur Universität warten, bis man überhaupt einen Pinsel angreifen darf. Ja? Weil zum Beispiel, man kann sich keinen Pinsel leisten, man kann sich Malfarben nicht leisten, stellt euch das in der Welt vor. Und ich muss eigentlich dann bis zum 18. Lebensjahr warten, bis ich Künstler sein darf. Vorher geht's nicht. Und dann komme ich auf die Universität und muss mal 3 Jahre Malen nach Zahlen machen. Weil eigenständige Projekte, dafür gibt es keinen Raum. Es gibt keine Leinwände für euch. Es gibt es nur in der Übung auf der Universität und sonst funktioniert es nicht. Eine ähnliche Bewegung sieht man bei Programmieren zum Beispiel. Einige der besten Programmierer haben niemals die Universität gesehen, sondern haben sich im Eigenregie eigentlich beigebracht. Die ganze Technologie, die Techniken dahinter. Obwohl noch vor einigen Jahren, vor einigen Jahrzehnten vielleicht, sowas wie Heimcomputer es nicht gegeben, sondern es hat auf Universitäten in Bildungseinrichtungen vielleicht einen Raum gegeben mit einem Computer, später vielleicht mit ein paar Computern. Aber es hat nicht die Möglichkeit gegeben, dass ich mich frei und eigenständig damit auseinandersetze und im Endeffekt meine eigene Kreativität und mein eigenes Schaffen danach richten kann. Ja. Um die Entwicklung der Biohacking-Szene in Graz oder in vielleicht auch Teilen Österreichs besser zu verstehen, fange ich am besten an, wo die Wurzeln waren. Das Bild, das man oben sieht, ist 2009 entstanden, während Uni-Protesten. Ich selber war Student der molekularen Biologie, also ich habe schon ein Jahr lang studiert. Dann sind die Proteste losgegangen. Ja. Bei diesen Uni-Protesten ist es stark darum gegangen, sich zu überlegen, das ist natürlich aus einer Unzufriedenheit heraus entstanden, aber es ist darum gegangen, sich zu überlegen, was Universität ist, was Bildung ist und wie wir es haben wollen. Ja. Die Universität ist zwar eine staatliche Einrichtung, aber nicht sehr demokratisch. Also die Studenten haben wenig demokratische Rechte. Eines der Anliegen der Proteste war damals also eine Demokratisierung herbeizuführen. Das heißt, mehr Stimmrechte für Studenten, mehr Bestimmungsrechte für Uni. Was darf ich machen, was darf ich nicht machen, die Lehrpläne und so weiter. Das zweite Thema, große Thema waren Einführungstests. Ja, das heißt, rein. damals hat es die Tendenz gegeben von der Regierung, gibt es auch heute natürlich noch, schreitet eigentlich immer weiter voran, die Universität zu einem geschlossenen Ort zu machen. Das heißt, Einführungstests zu machen, sogar dann vom Bachelor auf den Master. Ja, also wenn ich eine höhere Bildung erreichen will auf der Universität, muss ich wieder eventuell Tests machen, um überhaupt zugelassen zu werden. Das heißt, ich muss schon mein Wissen überprüfen lassen, bevor ich es überhaupt gelernt habe. Eigentlich eine relativ absurde Situation meiner Meinung nach. Das dritte Thema war natürlich Gelder, Fees, Studiengebühren, genau. War damals ein Thema, heute noch immer, die Einführung von Studiengebühren. Das heißt, ich muss bezahlen für Bildung. Und das dritte war, dass man Studenten immer mehr unter Druck gesetzt hat. Das heißt, man hat versucht, Studenten dazu zu zwingen, in einer gewissen Jahres, also in 3 Jahren, in 5 Jahren fertig zu werden mit dem Studium, statt dass man, wie es früher ja üblich war, sie frei studieren hat lassen. Ja. Das heißt, es war ganz bis vor wenigen Jahren oder Jahrzehnten war es eigentlich erwünscht und gewollt, Stichwort Mindeststudiendauer, dass man mindestens so lange studiert, bis man fertig werden kann, um sich mit einem Wissensgebiet auskennen zu können. Also damit man sichergestellt hat, dass ich mich wirklich frei damit beschäftigt habe und in meiner Freizeit auch mich für ein breites dementsprechend auf meinem Gebiet interessiert habe. Die Proteste 2009 mit diesem starken Fokus auf Bildung und auf wie wir Bildung haben wollen, sind abgeflaut nach einer Weile. Es hat sich natürlich wenig getan.
Und die Frustration, vor allem auch bei mir, ich glaube bei vielen, ist gestiegen, ja, weil man nicht die freien Möglichkeiten, die freien Möglichkeiten auf der Universität gehabt hat, sich eigenständig mit seinem Fachgebiet zu beschäftigen. Ich habe mich dann, das war dann immerhin schon 3 Jahre später, ja, 3,5 Jahre später, damit auseinandersetzt, Molekularbiologie, Do-it-yourself-Biologie basiert ja in Laboren, Gentechnik basiert in Laboren. Das heißt, ich kann mich zwar theoretisch damit natürlich in meiner Freizeit beschäftigen, aber ich habe keinen Raum. Ich kann das Handwerk an sich nicht ausüben, außer ich bin auf der Universität und habe Zugang zu Übungen, die aber auch wieder so ähnlich wie Malen nach Zahlen ablaufen. Ich habe selten die Möglichkeit, mich selber eigene Projekte anzufangen. Ja, 2013 habe ich mir gedacht, warum haben wir nicht unser eigenes Labor? Ja? Wieso gründen wir nicht unser eigenes Labor? Wir Studenten oder eigentlich alle, die es interessiert, das heißt alle Leute von der Straße, Schüler, vollkommen egal. Ja? Pensionisten, ja, Arbeitslose, wieso gründen wir nicht einen Raum, wo wir unser eigenes Labor haben, wo wir tun und lassen können, was wir wollen, wo wir experimentieren können, wo wir uns selber bilden können. Ja? Nicht nach einer Vorgabe von draußen, du musst das, das und das lernen, in der Reihenfolge und diesen Test bestehen, sondern vollkommen frei. Das heißt, ich mache meine eigenen Projekte, wie ich will, und ich arbeite dran. Ja. Im Januar 2013 ist dann der große Kickoff gewesen. Ich habe mich alle Freunde, Studienkollegen angeschrieben, wieso machen wir sowas nicht. Ja. Das hat tatsächlich eben zur Gründung vom Open Biolab Graz geführt. Wie man auf diesen Bildern sieht, das war die erste Version quasi des Labors. Ja. Man stellt sich das so, ich kenne es vielleicht aus Filmen oder von Serien, irgendwelche Labors. Ja. Sind natürlich immer sehr wunderschön und teure Maschinen und teures Gerät. Ja, muss nicht sein, wie man das sieht. War das sehr, sehr grob. Ja. Ein paar Geräte haben wir zusammengetrieben. Ja. Wir haben einfach im Freundeskreis gefragt, ob zum Beispiel ein Mikroskop hat jemand daheim gehabt. Ja. Andererseits haben wir nach gebrauchten Geräten gesucht, von der Universität, von Firmen. Wir haben Firmen gefragt, hey, wieso schenkt ihr nicht unser Projekt Geräte, damit wir uns selber bilden können. Ja. So hat es dann ausgesehen. Alles selbst gebaut, Tische, ein paar Geräte. Zu diesem Zeitpunkt hat eigentlich niemand von uns gewusst, dass es auch international, ja, eine Szene gibt, die sich damit beschäftigt, mit Biohacking. Also einfach mit dem selbstständigen, hobbymäßigen Beschäftigen mit Biotechnologie, mit Gentechnik. Wir sind dann erst im Laufe der Zeit darauf gestoßen und waren recht verwundert. Das ist eigentlich in den USA, auch in Europa ganz schwach. Also wir reden da von einer Handvoll ähnlichen Projekten wie das Open Biolab mit freiem Zugang zu Gentechnik, zu Forschung gibt. Ja. Nach einem Jahr circa hat sich das recht gut weiterentwickelt. Man sieht schon, schaut ganz anders aus. Wir sind umgezogen, haben das Labor viel besser ausgerüstet, haben kleine Förderungen bekommen, Preise gewonnen und so halt ein recht respektables Labor aufbauen können. Die meisten Gerätschaften sind natürlich sehr teuer. Die haben wir geschenkt bekommen eben von Firmen oder alte Gebrauchte gekauft. Einer der größten Meilensteine in dem Sinn war, dass wir im November 2013, das heißt ja auch knapp ein Jahr nach der Gründung, hat sich die Frage gestellt, dass wir gentechnisch arbeiten wollen. Das heißt, wir haben zwar ein Biolabor gehabt, das Open Biolab, aber es gibt die Gentechnik an sich, also das Verändern von lebenden Organismen ist reglementiert. In Europa, auch in den USA nicht so stark, aber vor allem in Europa reglementiert. Das heißt, wir waren eingeschränkt in gentechnisch arbeiten. Man kann zwar sich einfach ein Labor aufbauen, da gibt es kein Gesetz, das irgendwie verbieten wird. Wir dürfen Diagnostik machen, das heißt zum Beispiel DNA-Tests machen, DNA-Fingerprinting, so irgendwie Vaterschaftstests, diverse andere Arbeiten. Aber wir haben bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht gentechnisch arbeiten dürfen, das heißt mit gentechnisch veränderten Mikroorganismen arbeiten können. Logische Folge war, wir suchen uns eine Lizenz in Österreich an und hat 2013 wirklich geklappt. Das heißt, wir waren dann europaweit der erste Biohacker-Space, das heißt eigentlich das erste Labor, in dem jeder Mensch frei Zugang gehabt hat, in dem ich auch gentechnisch arbeiten habe dürfen. Das ist besonders spannend, wenn man bedenkt, dass gerade in Österreich die Angst vor Gentechnik, was die grüne Gentechnik betrifft, das heißt auf gentechnisch veränderte Feldpflanzen, dass sie sehr weit verbreitet ist und auch genährt wird. Ja.
Und trotzdem haben wir es geschafft, in Österreich diese Lizenz zu bekommen. Die Frage ist jetzt, warum ist es so wichtig, dass das Biotechnologie, Gentechnik, dass das geöffnet wird, dass da eine Demokratisierung stattfindet? Ja? Weil es meiner Meinung nach eine der dominierenden und zukunftsträchtigsten Technologien überhaupt ist. Also in Zukunft eine der dominierendsten Technologien überhaupt. Außerdem geht es um viele ethische Fragen. Das heißt, in Zukunft werden viele ethische Fragen auf uns zukommen. Eine, wie ich vorher schon erwähnt habe, Landwirtschaft. Die Frage gibt es schon und ist sehr stark dominiert eigentlich von Angstmache, von, muss man auch leider auch sagen, von Umweltorganisationen, die diese Angst instrumentalisieren, um ja, im Endeffekt Spenden einzutreiben, ja, Politik zu machen. Ein großes Themabereich, das ist der klassische Bereich, wo Gentechnik eingesetzt wird, ist in der Pharmaindustrie zur Herstellung von Medikamenten. Das heißt, viele alte Medikamente, die früher aus Pflanzen extrahiert worden sind zum Beispiel oder chemisch synthetisiert worden sind, werden heutzutage in gentechnisch veränderten Mikroorganismen hergestellt, was effizienter ist, was besser funktioniert. Andererseits gewisse Medikamente, und da reden wir jetzt von eigentlich den modernsten Medikamenten, die es gibt und die bestwirksamsten, zum Beispiel in Krebs, werden alle gentechnisch hergestellt. Das heißt, das sind keine kleinen Moleküle mehr, sondern zum Beispiel Proteinmedikamente, die Antikörper, die gegen Krebs kämpfen. Ja. Alles schon gentechnisch hergestellt, auch in Österreich. Wissen aber relativ wenige Leute. Die meisten wissen nur, dass bei uns Gentechnik, also grüne Gentechnik landwirtschaft verboten ist. Zweites großes Thema, genau, die Nahrungsmittel. Da ist auch, da tragen auch viele Leute, die, also Biohacker, Leute, die privat dran arbeiten oder die in Biohacker Spaces arbeiten, leisten einen Beitrag dazu. In Graz, in unserem Labor, arbeitet zum Beispiel, das war ein anderes Thema. Große, also zurück zur Ablehnung, ja, Österreich Ablehnung, aber man muss bedenken, dass sich das Klima ändert. Und Gentechnik bietet eigentlich die großartige Möglichkeit, dass man Pflanzen gezielt verändert, dorthin, dass sie resistent sind gegen Klimakatastrophen, gegen Trockenheit, gegen Überschwemmungen. Heutzutage setzt man Technologien in der konventionellen Landwirtschaft ein, man setzt Chemikalien ein, damit Pflanzen mutieren, weil man hofft, dass sie die richtigen Eigenschaften durch Mutation, also durch willkürliche Mutation bekommen. Genauso, man bestrahlt Pflanzen, damit sie mutieren, damit man hofft dadurch, dass sie gewisse Eigenschaften sich ändern. Das ist die konventionelle Landwirtschaft, wenn wir denken. Im Gegenzug dazu, mit der modernen Gentechnik kann man ganz bestimmt Änderungen in Pflanzen herbeiführen, um eben sie klimaresistenter zu machen oder um sie resistent gegen Pilze zu machen. Ja. Auch in der Biolandwirtschaft werden Pestizide eingesetzt. Ja. Die meisten glauben, das geht ohne Pestizide, aber stimmt nicht. Man könnte mit Gentechnik könnte man die Ursache beheben. Das heißt, man nimmt Pflanzen, die Angriffsstellen für Krankheiten. Großes Thema, Lab Meat, das heißt künstlich hergestelltes Fleisch. Vielleicht überhaupt einer der bedeutendsten Themen, was das Klima betrifft. Fleisch ist ja einer der größten Klimasünder, ja, Fleisch essen. Es gibt natürlich Tendenzen in Richtung Veganismus, aber ich glaube, den Großteil der Leute wird man nicht wegbekommen vom Fleischkonsum, aus vielen verschiedenen Gründen. Ist auch ja, relativ schwierig, eine vegane Diät durchzuführen. Da tragen auch Biohacker schon ihren Beitrag bei zu dem ganzen Thema. Freunde von mir arbeiten zum Beispiel an künstlicher Kuhmilch. Das heißt, Kuhmilch besteht ja aus Proteinen, aus Zucker und aus Wasser im Wesentlichen. Sie bringen Mikroorganismen dazu, die Proteine, die in Kuhmilch vorkommen, eins zu eins herzustellen. Das heißt, man nimmt die Gensequenz aus einer Kuh, pflanzt ein Bakterium ein und die stellen dann diese Casein, also Kuhmilchproteine her, vermischt es mit Pflanzenfett und Wasser und hoffen so, also sie schaffen es schon bis zu diesem Grad, eine künstliche Milch zu machen, die aber ähnliche oder fast die gleichen Eigenschaften wie Kuhmilch hat. Natürlich gleichzeitig soll das Ganze viel klimaschonender hergestellt werden als echte Kuhmilch. Nächstes großes Thema, wo auch Gentechnik mit reinspielt, ist Energie und die Umwelt. Großes Thema sind da alle erneuerbaren Energien, Bioenergie, das heißt aus Pflanzen gewonnen. Ja, man versucht natürlich mit Gentechnik Pflanzen dazu anzuregen, mehr Energie zu speichern, also zum Beispiel in Ölen und in Fetten. Ja.
In Graz arbeitet eine Gruppe, also in unserem Biohackerspace in Graz arbeitet eine Gruppe daran, CO2 zu fixieren, das heißt Mikroorganismen herzustellen, Mikroorganismen zu genetisch so zu verändern, dass sie CO2 aus der Umgebungsluft oder zugeführten Luft aufnehmen, zusammen mit Wasserstoff dann Bioplastik herstellen. Das heißt, man kann dann durch diese Technologie Erdöl ersetzen und stattdessen sogar CO2 verringern. Ja. Steckt natürlich noch in den Kinderschuhen, das ist eine Weiterentwicklung, aber es passiert wenigstens auf dem Gebiet. Und vielleicht das allerwichtigste Thema, Gentechnik wird in Zukunft auch bestimmen, was wir sind, bis zu diesem Grad, möglicherweise, je nachdem, wie weit das kommen lassen. Ich rede von Gentherapien, ja. Früher habe ich über Biopharmaceuticals geredet, aber der momentane Trend oder einer der momentanen Trends in der Pharmazie, in der Medizin, sind Gentherapien. Das heißt, ich ändere wirklich das Erbgut des Menschen, um zum Beispiel Erbkrankheiten aus dem Erbgut rauszustreichen, ja, oder zu ersetzen durch gesundes, durch besseres Erbgut bis zu einem gewissen Grad. Ja. Da ist auch eine heiße Diskussion, vielleicht in den letzten Monaten aufgekommen, über darf man Embryos gentechnisch verändern, ja, also menschliche Embryos. Wenn ich nicht täuscht, ist es in UK jetzt zumindest zum Teil erlaubt worden. Ja, also kommt dann auf den Wittenstand an, da geht es wahrscheinlich nur um Eizellen. Dann geht es nicht nur um die Heilung von Krankheiten, sondern im Endeffekt auch, wo wir hinwollen als Menschen. Weil die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Es geht um, wollen wir uns vielleicht länger leben lassen? Ja? Wollen wir unser Erbgut dahin verändern, dass wir eventuell in Zukunft länger leben können? Oder ein anderes Riesenthema, wollen wir uns dahin verändern, dass wir glücklich sind? Natürlich sind wir weit entfernt davon, ja, vor allem was so Prozesse im Gehirn betreffen. Ja. Aber grundsätzlich wäre es vorstellbar, dass wir unser Erbgut so verändern, dass wir glücklich sind, ja, glücklicher sind. Das ist eine Möglichkeit. Im Moment werden vielleicht Teile quasi ausgeschlossen oder die ganze Technologie ist so fern von ihnen, dass natürlich eine Riesenangst dahinter besteht. Und deswegen ist es für mich auch wahnsinnig wichtig, dass das demokratisiert wird, die ganze Technologie, dass jeder Zugriff dort hat und jeder versteht, was dahinter steckt. Um eben in Zukunft eine offene und auch eine fundierte Diskussion haben zu können, was wollen wir als Menschen und was nicht, was kann passieren, wo können wir uns hinentwickeln, ja, wo wollen wir uns hinentwickeln. Ja, soviel zu meinem Vortrag.